Hallo, liebe Freunde, die Außerirdischen sind gelandet, und zwar mitten auf meinem Heimcomputer. XCOM Enemy Unknown, wie schon angekündigt in meinem letzten Demo zu der Demo zu XCOM Enemy Unknown, jetzt auch live auf meinem Rechner, durch ein bisschen Trickserei, bevor jetzt 1000 Kommentare kommen, es ist noch nicht freigeschaltet, released etc., das kommt alles erst Freitag. Lasst mir dazu sagen, ich habe einen guten Freund, der inzwischen, also früher für mich gespielt hatte, mit mir gespielt hat in der EPS, inzwischen in den USA lebt, dessen Account ich gerade nutze, um XCOM Enemy Unknown spielen zu können, weil in den USA ist schon freigeschaltet. Ich bin noch zusätzlich über einen Proxy-Server gegangen, nachdem die Installation eigentlich genauso wie mit meinem deutschen Account eine Vorausladung war. Aber da der Account erstellt wurde in den USA, kann ich es ohne Probleme nutzen, kann jetzt über seinen Account mal antesten und spielen fürs erste Let's Play. Hab englische Fassung standardmäßig jetzt installiert, gehabt, schon von vornherein, werde ich aber bei der deutschen, also beziehungsweise bei meiner Fassung auch so machen, dass ich dann in Englisch spielen werde, sehr wahrscheinlich, weil die deutsche Synchro, wie in vielen Tests schon gesagt wurde, unglaublich schlecht ist. Jetzt aus Angst, dass der Ton doch ein bisschen zu laut ist, gegenüber meiner Stimme, werde ich die nochmal ein bisschen reduzieren. Will aber euch nicht weiter aufhalten, sondern erstmal auf den Schwierigkeitsgrad gehen. Also normal, Classic, in dem Fall schwer und Impossible. Normal soll fair sein, habe ich schon gehört. Classic soll ein bisschen zu schwer sein. Dann haben wir noch die Sachen Tutorial auszuschalten oder den Iron Man zu enablen, was bedeutet, wir hatten nur ein Safe Game das ganze Spiel durch. Und deshalb Entscheidungen endgültig sind. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache. Ich werde mich wahrscheinlich 10.000 Mal aufregen mit dem Iron Man Mode. Deshalb werde ich es einfach machen. Weil es ist optimal fürs Spiel. Das Tutorial nehme ich jetzt nochmal mit. Weil kann sein, dass ein paar das Demo-Let's Play nicht gesehen haben von mir, was eigentlich gleichzusetzen ist mit dem Tutorial. Aber es kann ja sein, dass es noch einen Tick weitergeht. Aber jetzt können wir direkt reingehen ins Spiel und dann gibt's auch Fresse für die ganzen Aliens, sag ich euch. Los geht's. Two possibilities exist. Either we are alone in the universum, or we are not. Both are equally terrifying. Wir sind da! Komm her! Komm zu Mama! Da wurden sie alle angeschmollert. Hello, schwarzer Mann. Extraterrestrial incursion. This Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative. To oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. Ja, das war das Intro, was viele schon aus der Demo kannten.
War nett. Vor allem im Englischen weitaus besser. That was the last transmission, sir. Patch me through to Voodoo 3-1. Übrigens auch ein schöner Unterschied zwischen deutscher und englischer Fassung ist, dass man in der deutschen Version alle sprechen durchgehend Hochdeutsch, während in der englischen Fassung man bemerkt, dass alle unterschiedliche Dialekte haben, so wie die Wissenschaftlerin jetzt diesen russischen Dialekt hatte im Englischen. So, genau, lokalisieren das deutsche Recon-Team. Roger, Voodoo 3-1. Any sign of activity? Negative. Nothing's moving down there. Okay. Set her down nearby. Da kommen wir in unserem wunderschönen Gleiter, der ein toller Senkrechtstarter ist, aber wo ich gar nicht sehe, wo seine Heckdüsen sind. Ach, da. Auf in den Kampf! Ich werde übrigens die Tutorial-Mission sehr kurz und schmerzlos machen. Da man ja alles schon kennt aus der Demo. Central, you getting all this? Copy that, Delta Squad. First things first, let's get you out of the open and into cover. Whatever did this could still be out there. Delta 1. Cover ist immer gut. Take cover behind that debris directly in front of you. Genau. Hier sieht man schon die schönen Coverschilde. Kann man schön drauf zulaufen. Genau, dann ist nämlich ein Moving hier weg von mir. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Move-Befehl und kann dann noch zu der zweiten Position. So. Genau. Und das Schild, umso weiter es voll ist, umso eher kann ich die Deckung nutzen, beziehungsweise bin besser gedeckt. Und Autos können übrigens explodieren in diesem Spiel, wenn sie beschossen werden. Genau, und bei dem zeigen wir jetzt, was passiert, wenn man halt sprintet. Da sprinten wir jetzt direkt zu dieser wunderschönen deutschen Karosserie hoch, wo ich gerade sehe, dass dass der Marker falsch gesetzt ist. Blut! Tote Menschen! Is that your man, Delta 4? Negative, sir. That's someone else. Dr. Vollen, what's he saying? He is saying... Auch wundervoll für die englische Version, dass der Typ der deutschen Recon-Einheit Deutsch spricht, in diesem Fall. Probably from inside a structure. Thank you, Doctor. Delta, advance and infiltrate that building. And remember... Genau, infiltrier das Building, beziehungsweise infiltrier das Gebäude. Im Deutschen hieß es Fabrikhalle. So, auf zum nächsten. Eine Menge Blut. Oh, Skandal! Klischeehafter wäre gewesen, ihnen einen Pikinierenhelm zu geben. Even more perplexing is the cause of death. It appears that he was eviscerated when something burst out of him from the inside. Sir, I have visual on the object. Permission to approach. It's the only cover between you and that. Na komm. Permission granted. Wladimir, unser Russe. I got no idea what this thing is. But I can confirm that it's no satellite. Natürlich ist es kein Satellit, denn nur wir dürfen Satelliten ins Weltraum schießen. So, jetzt erstmal wundervoll. Bis ans Fenster können sie nämlich hüpfen. Dann kann der nämlich hier sogar durch die Scheibe. Bam! Quer durchs Glas. Und er tritt jetzt das Tor ein. Und der Gazman. Auf mit dem nächsten. Da guckt er blöd. Allein die Situation schon in der Demo habe ich gedacht,
Da steht ein Typ mit einer Granate, die größte ist seiner Hand und der Waffe. Und, was, weshalb wird der wohl da stehen? Bestimmt nicht dafür, dass wir jetzt reinkommen und ihm einen Klaps auf die Schulter geben und sagen, es ist alles wieder okay, Junge. Ah, Dr. Valen. Sie kann sogar Deutsch sprechen. Dann ist gedacht, sie ist Deutsch und keine Russin. Das ist ja echt cool gemacht. So. Delta 3. Move in and disarm him. Carefully. Genau, ich pass auf, während ich ihn entwaffe. Und das Problem ist, wie es alle wissen, es muss der Russe sterben. Klischeehaft. Was ist mit dir los? Warum trage ich Kajal? Warum habe ich so einen komischen Bart? Tja. Fuck off, sage ich dazu. Bzz, bzz, bzz. Leider bin ich nicht sehr frei in der Tutorial-Mission. Deshalb wird mir gleich auch genau gesagt, was ich tun muss. Genau. Geh in Cover. Aha, mit Enter kann ich die auch automatisch aktivieren. Und jetzt baller ich den da einfach mal weg. Und ich habe auch gelernt inzwischen schon, dass wenn ich eine Aktion mache wie einen Angriff oder eine Granate schmeißen oder einen Schuss, ist halt einfach Ende meiner Runde, egal ob ich noch Bewegungseinheiten übrig habe. Da war die Bouncing-Granate. Jetzt kriege ich leider die auf Fresse und stirb direkt. Ah, ich bin Prophet. Und mein kleiner Fernando wird mich überleben. Weil er einfach der Beste ist. Und er ist auch noch Argentinier. Da guckst du. Alle tot. It's over, my friends. Roger that, Delta. Secure the bodies and head back to the Sky Ranger for immediate extraction. Er will nur Frieden uns allen bringen. So, jetzt sieht man schon, dass ich zwei Kontinente nur zur Auswahl habe. Dann nehme ich mal Europa. Einfach so als German Man. Ich weiß es leider nicht, warum ich nur zwei Kontinente habe. Da guckt er, wie er guckt. What are they? Whatever they are, they nearly took out a squad of our best soldiers. If you'll excuse me, doctors, the commander is waiting in mission control. Their technology is far beyond ours. Ja. Then I'd say our work is cut out for us, doctor. Sie haben keine Pornoseiten mehr. Sie haben den Porno in ihren Kopf eingepflanzt. Deshalb haben sie auch keine Genitalien mehr. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold: providing tactical support for our field operations and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. Okay. Commander to the barracks. Commander to the barracks. Ja, wie in der Demo auch noch nichts freigeschaltet.
Genau, mein Soldat ist jetzt aufgerüstet, beziehungsweise kann aufgerüstet werden. Dann haben wir hier diese... Dann haben wir diese Abilities, beziehungsweise den Talentbaum, und jetzt nehmen wir für ihn die Fire Rocket. Sehr schön. Dr. Vollen asked to see you in the research labs, Commander. It sounded important. Commander, to the research labs. Ich bin auf dem Weg. Erzähl mir etwas über Außerirdische. Hello, Commander. My name is Dr. Vollen. I oversee the research labs. Das sehe ich. Das machst du auch sehr gut. Research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. For our soldiers. We will begin research immediately. Gerne. Das ist das Erforschungsmenü, wo man dann mit Hilfe von Fragmenten, wie man hier sieht, Projektkosten, Sektoiden, Leichen und solche Geschichten, Sachen erfinden kann. Ich gehe mal direkt auf Alien-Material, weil ich noch kenne vom Original XCOM früher, dass man so irgendwie an die Rüstungen kam später. Da hat man mich auch zuerst Alien-Legierung geholt. Ja. Oh mein Gott! Ich bin auch schon weg. Ich bring dir alles mit, Schätzchen. Kein Ding. So, jetzt geht's zur Mission Control, weil zweite Tutorial-Mission kommt. We've gotten reports of simultaneous attacks in two different countries. We can only respond to one. The country we help will donate more resources to our cause. But the panic level of the country we choose not to help. Ja, es wird erklärt, dass es gibt ja dieses Panik-Level jetzt neu im XCOM, was es früher halt nicht gab. So in dem, also so. So aufgebaut. Und zwar ist das das hier und dementsprechend, umso höher die Panik ist, umso mehr denkt der Staat, dass wir die in Ruhe lassen, beziehungsweise dass wir die ja nicht vernünftig schützen. Jetzt haben wir hier den Fall, dass wir uns aussuchen können, ob wir China oder United States, die haben vom Panik-Level dasselbe. Werde aber natürlich hier United States nehmen, weil ich kriege 4 Wissenschaftler dafür und ich finde, das ist einfach besser als Finanzen zu kriegen an der Stelle, vor allem so früh im Spiel. Understood. The troops are waiting for you in the hangar. Ja, was ich sage, ist Programm. Commander, before deploying our squad, you can choose which soldiers to send out there. I've taken the liberty of calling. Ja, normalerweise könnt ihr jetzt aussuchen, welche Leute ich mitnehmen will, aber macht im Moment keinen Sinn. Oh, ich kann ihn sogar komplett verändern. Was ist das denn? Ist das eine andere Rasse? Naja, da kann man sich mal später drum kümmern. Wir starten einfach die Mission. Und gehen zur zweiten Tutorial-Mission. Brechen wir auf. Sag ich euch. Da sehen wir unser kleines Schiff fliegen. Schiff sei schon, Raumschiff. Und man sieht auch schön hinten den Satelliten hier über den Kontinent kreisen, da können wir nämlich später noch mehr Satelliten bauen, um über der ganzen Welt halt weitere Aliens abzuschießen. So, und dann beginnen wir den Assault. Und zwar, aber bevor wir den beginnen, brechen wir an der Stelle das Let's Play ab und werden das im nächsten Let's Play Video sehen und dann werden wir auch so weit kommen, dass wir halt über die Demo hinauskommen. Das werde ich, wenn ich nett bin, auch noch zu diesem Let's Play hier dazu schreiben, dass man es überspringen kann, wenn man die Demo gespielt hat. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, wo wir Außerirdische verhauen können.